Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern Gottesdienst am Sonntag, 6. Gesime. Das heißt übersetzt, noch 60 Tage bis Ostern. Am letzten Sonntag haben wir den letzten Sonntag nach Epiphanias gefeiert. Unser Blick ging zurück nach Weihnachten. Ab diesem Sonntag blicken wir nach vorn, blicken wir auf Ostern. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Dieser Satz steht über diesem Tag, über dieser Woche. Gottes Wort hören wir, nehmen wir es auch auf. Wir beten gemeinsam mit Worten des 119. Psalms. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn es muss dir alles dienen. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Wir seien dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist in einem Thron, der Heiligen Dreieinigkeit, sei Lob und Preis in Ewigkeit. Die Epistel des heutigen Sonntags steht im Brief an die Hebräer im 4. Kapitel. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Halleluja. Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir. Lass mich dein Wort bewahren rein, lass mich dein Kind und Erbe sein. Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund. Dein Wort ist das, mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und Seligkeit. Das Evangelium des Sonntags steht bei Lukas im 8. Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte.
Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Lande sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Lob sei dir, Christus. Amen. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und lieben alle Zeit, die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnad. Von Herzensgrund ich spreche, dir sei Dank alle Zeit, weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit, die Gnad auch ferner mir gewähr, ich will dein Rechte halten, verlass mich nimmermehr. Der Sämann sät seinen Samen, und manches geht auf, anderes wird zertreten, es vertrocknet, es erstickt unter Dornen. Menschen, die Gottes Wort hören, bei manchen geht es auf, bei anderen nicht. Wir verbinden damit gerne eine Bewertung. Wir sagen von vornherein, bei diesem ist doch Hopfen und Malz verloren. Da müssen wir uns doch gar keine Mühe geben. Wir hören und bewerten und halten natürlich uns in aller Regel für die Guten. Wenn wir dieses Gleichnis hören, dann identifizieren wir uns gerne mit denen, bei denen es gute Frucht trägt, bei denen es gedeiht und gut ist. Aber sehen wir einmal genauer hin. Dieses Bild vom Sämann. Jedem, der einen Garten hat, jedem Bauern ist dieses Bild ganz eindrücklich. Und jeder, der ein kluger Landwirt ist, der sät den kostbaren Samen nur dort, wo er sich Gewinn erhofft. Kein Bauer würde dort säen, wo Dornen sind. Keiner würde dort säen, wo Felsen ist oder gar wo die Leute entlang gehen. Es muss ein sehr großzügiger Bauer sein, ein Sämann, der da aussät. Jesus erklärt es uns.
Gott steht für diesen Sämann. Es ist ein Gleichnis und wir sollen etwas über das Reich Gottes lernen, wenn wir diese Worte Jesu hören. Eines, was wir lernen, wenn Gott so ein Sämann ist, dann ist er keiner, der kalt berechnet, sondern einer, der ganz großzügig ausstreut, der sein Wort, seine Liebe, seine Güte auch dort ausstreut, wo andere sagen würden, das hat doch eh keinen Zweck. Aber dieser Sämann, er ist optimistisch und großzügig und vielleicht wächst ja doch dort etwas, wo andere es für unmöglich halten. Vielleicht werden ja doch Menschen erreicht, von denen andere sagen, da ist doch Hopfen und Malz verloren, bei dem musst du dir keine Mühe geben. Doch Gott gibt sich Mühe bei jedem Menschen. Wir halten uns gerne für dieses fruchtbare Land, aber sind wir das? Ist Gottes Wort bei uns wirklich so fruchtbringend? Jesus erzählt in seiner Erläuterung des Gleichnisses, er erzählt von Menschen, die das Wort Gottes nicht hören können, weil sie vielleicht mit den falschen Worten in der falschen Situation angesprochen werden, weil sie enttäuscht sind und Gott nichts mehr zutrauen. Vielleicht sind wir auch diese Menschen. Und er erzählt von Menschen, deren Sorgen die Pflanzen erdrücken. Vielleicht sind wir auch die, deren Tränen, deren Angst manchmal stärker ist als alle Hoffnung, als aller Optimismus. Und er erzählt von Menschen, bei denen das Korn vertrocknet, die Pflanze vertrocknet. Wie oft lassen wir uns doch ablenken? Wie oft sind wir geplagt von alltäglichen Sorgen und nehmen uns gar nicht mehr die Ruhe zu hören, zu singen, zu beten, zu hoffen oder zu träumen. Das Gleichnis von der vierfachen Saat. Wie oft sind wir diejenigen, bei denen Gottes Wort ankommt und keine Frucht bringt, weil wir unsere Ohren verschließen, weil unsere Sorgen uns so niederdrücken, weil anderes uns im Moment wichtiger erscheint. Gott ist dieser Sämann, er sät aus, großzügig, auch da, wo andere sagen, da ist doch Hopfen und Malz verloren. Er wendet uns, jedem und jeder von uns, seine Liebe zu. Er schenkt uns sein Wort, das uns anspricht, das uns ermutigt und das uns tröstet. Öffnen wir unsere Ohren, unsere Augen, unsere Herzen. Lassen wir uns von ihm berühren, dass bei uns etwas wächst, etwas von seiner Liebe. Amen. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zu Schanden werd. Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen, den Weg deiner Gebot. Dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet ewiglich, so weit der Himmel gehet, der stets bewegt sich. Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit, gleich wie der Grund der Erden durch deine Hand bereit. Lasst uns beten.
Gott, sprich dein Wort, damit es hell wird bei denen es finster ist. Sprich dein Wort, das tröstet, zu denen, deren Herz traurig ist. Sprich dein Wort, das ermahnt, zu denen, denen Orientierung fehlt. Sprich dein Wort, das versöhnt, zu denen, die im Streit sind. Sprich dein Wort der Liebe zu denen, die nach dir suchen. Sprich dein Wort zu uns, dass dein Wort unser Herz erreicht, dass wir deine Nähe spüren, heute und in aller Zeit, die du uns schenkst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.